Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guten Tag. Wir fangen mal wieder direkt da an. Heute bei uns im Ladenverkauf kann ich euch tatsächlich die beiden Farben präsentieren, die morgen früh 10 Uhr online gehen, wenn alles klappt. Einmal dieses Dark Rose und ein Light Lime. Das ist so ein hellgrün, fast wie die alte Farbe und noch ein Tucken heller. Sind so, glaube ich, die krassesten Schrauberfarben, die es so gibt. Genau, die leben bei mir nur wenige Minuten. So, aber wenn man eine gute Waschmaschine hat, ne? Ist das ja meistens zu retten. Nein, einfach nur, weil leider wir kriegen es nicht perfekt hin, die Farben im Onlineshop so darzustellen, wie sie live sind. Deswegen kann es nie schaden. Auch auf der Kamera kommt das nicht ganz so rüber. Noch besser, ne? Ja. Nein, auf jeden Fall, das sind die beiden Farben, 10 Uhr. Geht los! So, jetzt zurück zum eigentlichen Video. Heute geht es darum, wie Marius Golf hoffentlich in dieser Saison, noch ist es eine reine Ruckhause, aber ich bin guter Dinge, dass das Ding dieses Jahr nochmal fährt, noch schneller wird. Zumindest besser schaltet. Noch schneller wird, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Satz. Ne? Mal gucken, jetzt muss er auch wieder fahren. Man hätte auch sagen können, jetzt schnell wird, aber noch schneller passt ja eigentlich perfekt, weil diese 301 auf einer halben Meile waren ja auch schon nicht verkehrt. So, jetzt ist bei dem Auto das Problem, da sind so langsam die Mittel und Wege, noch schneller zu werden auf der halben Meile, weil eigentlich machen wir den ganzen Spaß nur für die halbe Meile, begrenzt. Mhm. So, das heißt natürlich... Wobei wir ja noch nicht volle Leistung gefahren waren. Ne? Genau, so, also klar, mag natürlich immer noch sein, dass oben raus einfach noch mehr Leistung, noch schneller wird, ist bei Frontantrieb immer so eine Sache. Wir waren ja, diese 300 waren ja, was weiß ich, so 800 PS, 850 vielleicht. Mhm. Kann sein, dass man da oben raus mit ein bisschen Wheelspin nochmal wieder eine bessere Beschleunigung kriegt, aber es gibt noch ein paar andere Wege. Und da habe ich auch mit Limo relativ lange rumgeforscht. Man muss sich bei einem frontangetriebenen Auto das Ganze auch so vorstellen, jetzt kommt so ein schlauer Satz, was du unten raus schneller bist, hast du oben raus an mehr Metern, um km/h drauf zu kriegen. So, das heißt, selbst mit Frontantrieb ist schon das Ziel, auf einer Viertelmeile möglichst schnell zu sein. Das wird niemals funktionieren mit dem krassesten Start überhaupt, dass das Ding wie so ein Allradauto nach vorne springt. Das wird nicht gehen, aber man unterschätzt immer, welche Bereiche es bei so einem Auto dann doch noch gibt, wo ziemlich viel Zeit bzw. Meter liegen bleiben. Mhm. Ich glaube, das war sogar in irgendeinem Video, habe ich einmal schon mal am Laptop gezeigt, wo wir noch Meter liegen lassen haben. Mhm. Und das war in dem Fall beim Schalten. So, bekanntlichermaßen... Mein Problem. Ja, du hast doch nicht vergessen, wir sind jetzt anderthalb Events gefahren, ne? Dass man das Ding ja nicht gleich wie ein Bekloppter durchreißt. Jetzt muss man dazu auch sagen, ein 1000 PS Auto schaltet sich halt einfach auch nicht wie ein 300 PS Auto. Ne? Mhm. So, jeder, der so ein Serien-VR schon mal durchgefistet hat, der weiß halt, wie geil sich das schalten lässt bei 200 PS. Ne? Oder wie geil sich mein B7 schalten lässt mit 400 PS. Wenn da aber richtig Last und richtig Beschleunigung drauf ist, jetzt darf man halt nicht vergessen, das, was das Auto schnell und stark beschleunigt, ist ja in dem Moment an Kraft auf dieser Verzahnung. Mhm. So, weil jegliche Verzahnung findet ja wirklich nur über diese kleinen Nippel statt. So, das heißt, die Schaltmuffe geht drauf und verbindet somit dieses Rad mit der Welle. Das heißt, logischerweise ist da natürlich Kraft drauf, selbst wenn man die Kupplung tritt. Das Auto hat ja in dem Moment trotzdem noch Beschleunigung, schiebt weiter und so weiter. Ne? Ja. Und da ist es halt definitiv so, dass das ein Punkt war, wo wir gesagt haben, da kann man noch was holen. Jetzt steigen wir erstmal ein bei dem, was du letztes Jahr gefahren bist. Ja. Würde ich sagen. So, das ist von dem Mario Tau, dieser Radsatz. Originales 02A-Getriebe, wie es eigentlich im VR drin war. Zumindest das Gehäuse. Das Gehäuse, genau. Das macht es halt auch so schön leicht, kompakt und so weiter. Wir reden hier bei einem Gewicht von dem Getriebe mit Sperre drin. Und diese Sperre ist schon gut massiv. Lamellensperre. Von einem Gewicht von ungefähr 37 Kilo, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube irgendwas 40 oder so. Genau, so will mich jetzt aber nicht um die 40 Kilo. So, als Vergleich dazu mein Audi-Getriebe. Ganz was anderes, 6-Gang Quadro, wiegt ungefähr 80 Kilo, schon mal das Doppelte. Und jetzt kommt's, wir hatten kurzzeitig spekuliert, ob man nicht ein DSG reinbaut. Mhm. Bist aber gleich rückwärts hinten runtergefallen. Ey, so ausgeschlossen ist es noch nicht, aber es ist halt tonne schwer, ne? Zumindest genau. So, das, was uns Thorsten so mitgeteilt hat. Wir reden bei einem DSG-Getriebe mit allem so ungefähr von 100, 110 Kilo. Das ist ja schon mal gut an, René. Mhm.
Wir waren ja beim Thorsten Middendorf und haben dort uns die DSG-Steuerung angeguckt. Den ganzen Rückweg lang René gesagt, er braucht unbedingt DSG. So, wo wir gerade bei da sind. Marius weiß ja von seinem Glück noch nichts. René baut nämlich seinen Golf um. Und wir müssen da vielleicht, darf ich es eigentlich schon verraten? Ja. Darf ich jetzt verraten? Erzähl. Wir müssen da vielleicht leider die Flex in den Seitenteil reinhalten. In den 3 Jahre alten Golf. Soll aber ganz einfach sein. Soll ratzfatz, so richtig rein? So richtig rein, soll ratzfatz gehen, soll alles gut sein. Gibt es sogar einen Teil für zum Verschließen wieder? Und so weiter. Aber wenn ihr jetzt Interesse habt, wir machen hier mal so eine Infokarte rein, dann klickt einfach drauf, weil wird es ja bestimmt bei dir auf dem Channel auch ein Video zu geben. Ja, genau. Okay. So. Das Gesicht, wenn wir die Flex daran halten. Aber wäre schon. Ja, mal gucken. Ich habe selber auch noch gar nicht gesehen, also ich bin gespannt. Ich auch. Zurück zum Getriebethematik. Dass das Schalten ein bisschen länger gedauert hat, war ja vollkommen verständlich, weil es sich halt wirklich auch nicht so einfach schalten lässt. Das gleiche Getriebe fahren wir auch in dem Oma-Golf, weil, jetzt muss man wirklich mal sagen, das ist eine Lösung für die VR-Fund-Angetriebene, deswegen verstehe ich das auch nicht, warum so wenig Leute das fahren. Mhm. Plug and Play, einbauen, glücklich sein, nichts anpassen, Antriebswellen nichts anpassen, Anlasser, Schwungrad, alles, was halt beim Sechsgang umgebaut werden muss. Antriebswellen. Man kann es relativ einfach noch ausbauen, weil es nicht ein Riesenklotz ist. Mhm. Und man kriegt das Ganze standfest festhalten mit unseren knappen 1000 PS, die wir gefahren sind, 1100 Newtonmeter, haben wir jetzt wirklich 2 Getriebe nicht zerstört bekommen damit. Mhm. Also da muss man wirklich Mühe gegeben haben. Genau. Inklusive Pauls Prüfstand. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, da mal ansatzweise was kaputt zu kriegen. Keine Chance. Jetzt stopp, das ist jetzt nicht das Getriebe aus Marius Golf. Das ist jetzt ein neuer Radsatz, den wir einfach mal für Anschauungszwecke hier auf den Tisch gelegt haben. Ne? Genau. Ist gar nicht so extrem teuer. Ich glaube, der Radsatz liegt so ungefähr bei 2000 Euro. Mhm. Für alles, was ihr hier seht. Komplett Eingangswelle mit 5 Gängen. Genau, Sperre muss man ja nicht. Macht Sperre Sinn, kann man, können. Muss man nicht. Aber da muss ich wirklich jetzt einfach an der Stelle mal sagen, was Preis-Leistung angeht, unübertroffen. Ja. Weil dann kommt jetzt auch noch der letzte Punkt dazu, Übersetzung wirklich perfekt. 5 Gang, 1. Gang relativ lang. Ich habe es hier sogar ausgedruckt. Das hört sich zwar so erstmal teuer an, aber wenn du halt mit 02A durchreißt, dann wird das auch teuer. Ja, du darfst aber nicht vergessen, erzähl mal ein bisschen aus deinen 02A-Zeiten. Ja, ich würde sagen, die Garage lag voll. Also ich glaube so 7 bis 8 Stück habe ich auf jeden Fall gekillt. So, ne? Wenn man sich das hochrechnet, ist das auch schon ein Tausender, würde ich sagen. Ne? Mhm. Oder 1100, 1200. Die Getriebe sind auch ein bisschen teurer geworden. Und ich hatte auch oft Getriebe, die habe ich freitags eingebaut und habe sie Sonntagmorgen wieder ausgebaut, weil sie entweder Geräusch gemacht haben oder weil ich Samstagabend auf der Autobahn halt wieder einen 3. Gang abgerissen habe. Ne? Oder auch mal freitags eingebaut und freitags wieder ausgebaut? Das nicht, aber freitags eingebaut, Samstagmorgen schon wieder ausgebaut, gab es auf jeden Fall. Ja. Wobei, das habe ich beim Audi mal hinbekommen. Ich habe einmal eingebaut, gleich wieder ausgebaut. Also, was ich da noch kurz einbringen wollte, es gibt ja Leute, die der Meinung sind, dass das Gehäuse irgendwie nicht hält vom 02A. Ne? Aber da sagte Mario uns ja auch, er versteht es nicht so richtig. Genau, da haben einige gesagt, 02A stabiler als 02M. Also das 5-Gang-Gehäuse stabiler. Vielleicht gibt es auch Leute, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, wir haben es auf jeden Fall noch nicht kaputt gemacht. Ich denke mal, das Gebiet ist noch nicht so erforscht, weil nicht so viele Frontantrieb fahren. Mhm. Dieses 02A-Getriebe ist theoretisch erstmal nur ein Frontantriebgetriebe. Ist ja auch nur eine Notlösung. Ich meinte jetzt nur in Relation, ihr dürft nicht vergessen, zerlegt ihr euer CCM, also das originale V6-Getriebe, sind diese kleinen Zähne fast alle schon immer verschlissen, weil das sind alles Getriebe, die sind 20 Jahre alt. Das heißt, wenn es so ein bisschen krrrt beim Schalten macht, man sagt auch immer Karies, weil in dem Moment an diesen Zähnen sich die Kanten vorne abrunden. Das heißt, das Ganze ist nicht mehr spitz und die Muffe fluppt so rein, sondern man verrundet das Ganze. Ich habe jetzt leider kein gebrauchtes hier, da könnte man schön zeigen. Das ist aber fest auf dem Zahnrad drauf. Das heißt, wenn ihr das Originalteil, also ihr müsstet dann auch den ganzen Gang neu kaufen, das macht natürlich keiner, weil Getriebeteile sind schweineteuer bei VW Original. Das heißt, ganz viele Getriebe sind dann eh schon gebraucht, eigentlich gar nicht mehr zu gebrauchen. Ne? Und wenn ich dann überlege, was so andere Radsätze und andere Getriebe kosten, ne, finde ich das nach wie vor mit Eingangswelle und so weiter. Weil auch die günstigen VR Toros, die rumfahren, ich sag jetzt mal so ein typischer Golf 3, 500 PS, ja, die stecken ja schon in Motor mit Technik, Bremse, Felgen, Sicherheit, dies, das, jenes, 10 Mille sind da ja immer schnell drin. Wenn die reichen, ja. So, vorsichtig gesagt. Ne? Und dann 20% für ein wirklich standfestes Getriebe, glaube ich einfach, ist nicht an der falschen Ecke gespart. Ne? So, und dann kommt halt einfach noch dazu, dass die Übersetzung so genial ist.
So, das Ganze ist jetzt dieses Getriebe. Allerdings, jetzt lasst euch nicht täuschen, hochgedreht bis 8,5. Die meisten drehen natürlich nicht 8,5 mit dem Ding. Ne? Mhm. So, jetzt kommt aber, das ist nämlich das Coole an dem Getriebe, erste Gang 100, zweite 146, dritte 214, vierte 279, fünfte 348. Ja. Das ist theoretisch für unsere Zecke schon ein bisschen lang, ne? Saftig, ne? Aber der erste durch Felden, der war immer beliebt. Ja. Genau, das ist halt das Geile. Ich bin so einer, der so schreibt ja jeder unter jedem Video, dass ich halt schaltfaul wäre und immer so hoch drehzahltourig fahre. Jetzt dürft ihr auch nicht vergessen, das sieht jetzt so lang aus, aber natürlich dreht ein Auto mit Frontantrieb immer durch. Das ist jetzt mit 1% Schlupf gerechnet. Das wird natürlich erste, zweite, dritte Gang wird das deutlich, deutlich weniger sein. Wir haben auch bis 8,5 noch gar nicht die Gänge so gedreht. Das heißt, der Normalo-Motor, der jetzt sagen wir 7000 dreht, das sind dann knapp 20% weniger. Das heißt, der fährt im ersten so 70, 75, im zweiten 120, im dritten 180. So, das fährt sich richtig, richtig gut mit Frontantrieb. Ja. Wir sagen auch immer, man wundert sich, wenn man das einbaut. Gefühlt hat das Auto sofort 300 PS weniger, weil die Gänge einfach so lang werden, dass es nicht mehr so ähnlich wie bei dir es beim Golf ist. 804 Meter ist ja bekanntlich die halbe Meile, die du natürlich am liebsten durchgehend beschleunigen würdest, um am Ende maximal viel km/h zu haben. Was schätzt du, meine Lieblingsfrage, ich habe es schon gesagt, aber vielleicht hast du es schon wieder vergessen, wie viel Meter du bei diesem 300 km/h Lauf im Schaltvorgang warst? Ich glaube, du hast es noch nicht gesagt. Doch, hundertprozentig. Echt? In Metern oder in Sekunden? Was willst du jetzt wissen? In Metern. Haben wir bestimmt schon mal darüber philosophiert. Und ich habe bestimmt die gleiche Frage gestellt. Ich weiß jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich würde sagen, keine Ahnung, 20% der Strecke oder so? Boah, passt schon ganz gut, waren so ungefähr 180 Meter. Hm. So, das heißt, eigentlich ist dieses Auto auf 300 km/h beschleunigt, nicht in 800 Metern, sondern in 620 Metern. Hm. So, da sieht man eigentlich mal, wie krass zwischen den Schaltvorgängen dann doch die Beschleunigung schon war. Hm. So, weil wir reden hier wirklich von Schaltvorgängen, die wirklich so, ja, 0,4, 0,5 Sekunden. Was jetzt gar nicht unbedingt immer nur an dem eigentlichen Schalten liegt, sondern wir haben ja großteils auch ohne Unterbrechung geschaltet. Du hast ja wirklich Kupplung getreten, Fuß vom Gas wieder drauf. Das heißt, man hat dieses sogenannte Turboloch und so weiter. Ne? Ja. Wenn man das alles mit einrechnet, ist das so lang. So, das heißt, es gibt jetzt von Mario ein Upgrade. Und zwar gibt es, das ist die softe Straßenversion mit der originalen Synchronisierung. Das haben wir schon ein paar Getrieben erklärt. Das haben wir erklärt, als wir deins zusammengebaut haben damals auch. Genau. Machen wir mal eine Infokarte rein, da haben wir auf jeden Fall die Synchronisierung erklärt. Jetzt geht das Ganze aber ein Step weiter. Und zwar kommt jetzt das hier rein. Ich gehe mal einmal so ein bisschen um. Das ist vielleicht ein Tucken einfacher. Hier sind die Synchronringe nicht mehr da, sondern man hat eine fette Schaltmuffe. Hier können wir es am besten zeigen, die vom fünften Gang. Eine fette Schaltmuffe. Ah, dieses Getriebe riecht aber auch immer gut. Ne? Du weißt erst vom Montieren nur, aber es reicht trotzdem damit. Das ist eine Einbaurichtung. So, das heißt, dieses Teil ist fest verbunden mit der Welle über die Innenverzahnung. Dieses Rad steckt lose auf der Welle. Das heißt, wenn der Gang nicht eingelegt ist, kann das durch dieses Lager einfach frei drehen. So, jetzt fährt Wehmeyer und will den nächsten Gang reindrücken. Dann kann er bei diesem Getriebe tatsächlich das Ganze ohne Kupplung machen. Das heißt, du bleibst einfach voll drauf stehen. Es gibt nur einen kleinen Ruck. Kann der Begrenzer sein, kann ein kleines Lupfen sein, kann eine Unterbrechung sein. Und der Gang springt hier rein. So, das heißt, man hat die sogenannten Dock-Zähne. Das sind diese vier Klauen. Ist auch ein sogenanntes Klauen-geschaltetes Getriebe. Und die fallen in diese Tassen. Taschen. So, das heißt, das ist einfach so viel gröber aufgebaut, dass sich diese Ecken nicht so schnell verrunden. Gibt natürlich einen tierischen Knall. Mhm. Wird schön klock machen, weil eine andere Sache ist, bei der Synchronverzahnung ist es so, wenn die Schaltmuffe drauf ist, ist das formschlüssig drin. Ja. Deswegen muss es auch synchronisiert werden, um genau Schlüssel-Schloss in dem Moment hier drauf zu gehen. Das heißt, die Gegenmuffe hat genau einen Gegenzahn, sage ich jetzt mal, der dazwischen fällt. In diesem Fall, wie ihr seht, ist das viel, viel, viel größer ausgelegt. Das heißt, man hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, das Loch zu treffen. Jetzt ist natürlich auch das Problem, wenn ihr
Schiebebetrieb, Lastbetrieb, Schiebebetrieb, hast du immer dieses Spiel im Getriebe drin. Jeder, der nach Audi mal am Wörthersee gehört hat. So, das macht halt so diese schönen Geräusche. Wobei die Geräusche kommen dann zusätzlich noch über diese Gradverzahnung. Die haben wir aber bei dem alten Getriebe auch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das erstaunlich leise bei den Autos. Da ist bei mir beim Audi zum Beispiel viel, viel, viel schlimmer. So, auf jeden Fall klock, klock, klock. Und natürlich, genauso leicht wie der Gang reingeht, gerade beim klock, 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 kann er natürlich auch gerne mal rausspringen. Das heißt, es kann sein, du fährst auf einmal ohne Last und klock ist er raus. Mit Last beißt sich das alleine durch hier ist so eine kleine, das sieht man jetzt nicht, noch eine Art Hinterschneidung. Das heißt, auf Last drückt sich das gerade nochmal richtig, richtig rein. Aber natürlich habe ich da Reibung und auch Verschleiß, logischerweise, oder? Wie genau, ist, das auf ist halt wie übertrieben gesagt, wie ein Hammer, ja. Der, wo da natürlich auch ein bisschen was siehst, ne? So, bei den Muffen ist das ganz coole, die kannst du am Ende einfach einmal umdrehen und wieder so drauf machen. Ne? Dann nutzt sich das in die andere Richtung ab. Weil je nachdem, was du für ein Fahrer bist, kann es sein, dass du beim Hochschalten die eine Flanke immer kaputt machst. Das sind so diese Volllastfahrer, die unsauber schalten, dass du den richtig immer mit Last reinwirkst. Ganz schlimm bei den Getrieben, so war es bei meinem Limo-Getriebe, ist aber beim Runterschalten die Seite. Weil wenn du da nicht genau mit Zwischengas die perfekte Drehzahl hast und so weiter, gibt das einen Knall. Da denkst du halt wirklich, Alter, was war das denn? So, das heißt, dieses Getriebe ist jetzt Clown geschaltet. Eigentlich gleicher Aufbau, außer dass wir halt statt den Schaltmuffen diese Clown haben. Für alle 5 Gänge. Hier haben wir Gang 1 und 2 mit dem Rückwärtsgang drauf. Mit der Klaue. Und dann haben wir Gang 3 und 4 und genau, Gang 5. Steckt hier hinten drauf, genau. So, sieht wieder massiv aus. Übersetzungsmäßig ist das jetzt etwas anders? Ja. So, jetzt kommt die nächste Sache. Die Übersetzung spielt uns auch noch in die Karten. Wir haben hier die alte Übersetzung. Hier die neue. Wir gehen das einfach mal schnell durch. Erste Gang vorher 100, jetzt 110. Nochmal 10% länger. Erste Gang 110, zweite Gang statt 146, 153, also auch nochmal einen Tucken länger. Ja. Wird natürlich immer schwieriger, das Auto vernünftig zu starten. Das heißt, den Punkt zu treffen aus drehenden Rädern und Auto beschleunigt. Und man macht das Ganze aber deswegen, weil der ideale Schaltvorgang ist ein Schaltvorgang, wo du kaum einen Drehzahlsprung hast. Das heißt, die Gänge sind ähnlich wie beim Motorrad, da hört man das ja immer, wie die beim Durchschalten so kaum mit der Drehzahl fallen. Das heißt, die Spreizung vom Getriebe ist relativ eng. Das ist, wenn man jetzt ins Diagramm gehen würde, dieser Bereich hier zwischen. Das heißt, wir haben einmal km/h, einmal Drehzahl. Das heißt, man fährt, schaltet von, jetzt ist es auf dem Kopf gerade schwer zu lesen, erste Gang hier, man schaltet in den zweiten Gang, landet hier, beschleunigt wieder hoch, schaltet, und so weiter. Das heißt, das ist die Spreizung, wie weit die Drehzahl im nächsten Gang abfällt. So, wenn wir relativ kleine Sprünge haben wollen, geht das nur, indem wir die Gänge relativ eng zusammenschieben. Was jetzt aber auch nicht geht, weil du willst ja logischerweise im fünften Gang 341 fahren. Ist jetzt ja auch nicht so exorbitant lang, dass man jetzt sagen könnte, das darf viel, viel, viel kürzer werden. Das heißt, wenn die unteren Gänge länger werden, hat man oben raus die kleineren Sprünge. Wo es drauf ankommt, weil oben raus ist ja da, wo du die Meter hast. So, das heißt, wenn alles perfekt läuft, erste, zweite Gang länger, das hilft auch, dass es weniger durchdreht. Oben raus werden die Gänge dann, wie ich sagte, enger. Das heißt, ich würde jetzt mal fast pauschal sagen, dritte Gang 2,14 zu 2,10, fast gleich. Vierte Gang 2,79 zu 2,80, auch fast gleich, sieht man auch immer an der Gesamtübersetzung. Fünfte Gang 7 km/h kürzer, das sage ich, merkt man schon. Bisschen saftiger. Genau. Das heißt, du schaltest von 4 in 5, der Drehzahlsprung ist geringer. Das heißt, du landest sofort wieder näher an deiner Maximalleistung. So. Ja, ich bin gespannt. Null Aufwand, passt Plug and Play rein. Ist natürlich nicht so straßentauglich wie die Version. Das heißt, im Oma-Golf bleibt auf jeden Fall die Version drin. Abwarten. Wenn wir es einmal gefahren sind. So, mal gucken, wie straßentauglich das so ist, wie das so hoch und runter schaltet und so weiter. Das Geile ist, gleichzeitig auch das Gefährliche, egal was ihr macht, bei einem Clown geschalteten Getriebe, der Gang geht immer rein. So, das heißt, da gibt es nicht ziehen und es macht nur und geht nicht rein.
eigentlich, wenn eine kleine Unterbrechung drauf ist, klock geht der Gang immer rein. Also außer es ist schon geht's von 3 zurück in 2 mit Pech. Das ist der Nachteil. Es passiert in die andere Richtung genauso. Also es ist wirklich so, du drehst den zweiten voll aus, willst den dritten reinwürgen, triffst aber den ersten, dann knallt der erste rein und es macht halt nur Peng und fällt alles raus. Ne? Ja, klingt gut. So, das zieht er dann da auf jeden Fall durch. So, genau deswegen gibt es jetzt noch ein weiteres Upgrade, ein letztes Upgrade. Wir haben schon viele Upgrades in diesem Video. Ne, ich habe noch ein anderes Upgrade. Wir machen erstmal, gib mal den Flansteiger bitte einmal. Ein Upgrade wird noch Thema Antrieb fällen, das können wir euch allerdings erst später zeigen. Vorher war alles original. So, das heißt, es waren wirklich mit 1000 PS originale VR6 Antriebswellen. Es wird mir auch keiner glauben. Also ich bin jetzt wirklich, ich habe den auf Sauger umgebaut 2009 oder so, 2009, 10 so. Das sind die Wellen, die war damals schon gebraucht und die sind heute noch drin. So, das heißt eigentlich kompletter Quatsch, das umzubauen, aber Vorsorge immer besser als Nachsorge. Wenn wir jetzt eh schon mal bei sind, würden wir, also falsch, das ist falsch formuliert, wir müssen eh neue Wellen bauen, das seht ihr später im Laufe der Video rein, warum. Es gibt tatsächlich Flansche, die passen von der Verzahnung her genauso rein. Und die haben dann nicht 100 mm Durchmesser, sondern 108 mm Durchmesser. So, das heißt, hier passen die großen Innengelenke vom Sechsgang, vom Audi und so weiter ran. Das heißt, ist gehäusemäßig dann aber Grenze. Das, war das passt eigentlich nicht. Also das ist wirklich, im Oma Golf haben wir das schon so, weil da hat man nämlich tatsächlich Probleme, dass die inneren Gelenke immer mal abgerissen sind. Also jetzt nicht die Flansche, sondern die Gelenke an sich kaputt gehen. Kann immer Pech gewesen sein. Fakt ist, du stehst auf der Autobahn, kannst nicht weiterfahren. War immer nervig. Das heißt, jetzt kommen auch direkt in diese großen Flansche rein und die passen halt wirklich 1:1 rein. Und fertig. So, jetzt zum Thema, zum letzten Thema. Wie viele Minuten haben wir schon voll? 20. Boah, okay. Wir hatten drin von unserem lieben Joel JB Motoring den Unterflurshifter, so nennt er den. Ne? Genau. Unterflurshifter heißt, kommt von unten unter den Tunnel. Ist so Renés Traum, ne? Nur das kommt raus, genau. Genau, nur das kommt raus. Und das Ganze war schon präzise, definitiv. Ja, hat gut funktioniert. War schon optisch cool, finde ich. War schon nicht schlecht. Man hatte allerdings vorne, obwohl das Ding krass aussieht, war es trotzdem eine normale Haarschaltung weiterhin. So, das heißt wirklich, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang. So. Jetzt gibt es die Möglichkeit, gerade für jemanden, der ein bisschen aufgeregter ist beim Fahren, der das Ganze ein bisschen einfacher haben will. Ja, bin ich gar nicht aufgeregt beim Fahren eigentlich. Gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Shifter einzubauen? Das ist dieser lange Hebel, der da dran ist. Und bei diesem müsst ihr wirklich nichts mehr machen, außer nach hinten ziehen. So. Weiter. Anschlag. Finde ich mega geil. Für den Alltag allerdings halt ein Nachteil, weil du musst das Gleiche in die andere Richtung machen. Ja, so. Das heißt, du bist im fünften angekommen. Ist wie Motorrad. Ihr müsst euch das vorstellen wie Motorrad. Vierte, dritte, zweite, erste. Weiter geht's nicht. Wenn ihr Rückwärtsgang wollt, hier hoch geht, kluck Rückwärtsgang rein. Das ist schon sexy. Geräusch ist halt geil, ne? Geräusch sind 100 PS mehr. Das ist eigentlich das, worüber ich am meisten diesen Winter freue. Also. Ist auch wirklich witzig. Fällt mir jetzt bei gerade ein, zeitgleich, wo wir dieses Video veröffentlichen, ist auch gerade eine Grip-Folge zu sehen, wo ich auch so einen Shifter mal durchreiße. Und es klingt im Auto wirklich genau. Brutal. Ist natürlich optisch leider nicht so ansprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber so, das heißt, in diesem... Für mich als Schaltlegastheniker wahrscheinlich das Beste. Wie es dann am Ende im Auto aussieht, muss man halt ein bisschen, muss man sich ein bisschen zurecht machen, kann man ja schon cool machen, ne? Ist aber wirklich, fast alle schnellen Autos haben so einen Shifter drin. Vorteil ist, man muss sich nicht mehr darauf konzentrieren, in welchen Gang man schaltet, sondern man zieht nur noch dran. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie das geht, weil, wenn ihr jetzt nach vorne guckt, es sind immer noch die gleichen Seile dran. Und der Turm, der auf dem Getriebe ist und eigentlich das Hin- und Herschalten macht, wie hier auch, bleibt genauso. Und die ganze Mechanik da drin ist eigentlich hier unten drin. So, das heißt, wir haben hier eine sogenannte Wählscheibe und je nachdem, du kannst mal ein bisschen schalten, je nachdem, das Seil ist jetzt gerade nicht noch lose, je nachdem, wie man schaltet, schaltet der quasi die Seile hin und her. So, hier ist das Seil noch nicht eingehakt, aber hier unten sieht man es gut, wie der Mario es durchschaltet.
Zack. So. Das heißt, ohne es jetzt zu wissen, würde ich sagen, dieses Seil hier ist das Seil, was den Hebel links oder rechts bewegt. Ne? Links oder rechts, weil logischerweise, welchen Gang bist du jetzt gerade? Ich würde sagen erster. Ja. Erster. So, das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir haben das gerade so nach oben links geschaltet. Das heißt, du schaltest jetzt in zweiten. Mhm. Er würde in der linken Stellung bleiben. Das heißt, dieses Seil wird sich nicht bewegen. Mach mal einen Gang. Zack. Ist so geblieben. Jetzt sind wir im zweiten. Jetzt musst du in dritten. Das heißt, dass dieser Hebel müsste sich bewegen, weil du gehst in die mittlere Gasse und nach vorne. Okay, war schon mal falsch. Ja, hat sich bewegt. Hat sich gerade bewegt? Ja. Achso, dann habe ich nur genau einen Schatten gesehen. Ah, gut, dass einer auch passiert. Das heißt, jetzt müsste wieder nur der eine rüber. Genau, jetzt bleibt er wieder so. Genau, und jetzt geht er in die rechte Gasse rüber und geht nach hinten. Klingt, man hört es auch. Es klingt auch ein bisschen anders, finde ich. Ja, ich bin da irgendwie gespannt drauf. So. Ich bin mir sicher, ich schaffe es auch damit wahrscheinlich nicht zu schalten. Und das heißt, dieser Kollege hier, der dann somit für das Vor- und Zurück zuständig ist, geht somit, ohne dass ich mir jetzt angeguckt habe, müsste der theoretisch logischerweise erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Der muss eigentlich immer nur den gleichen Weg vor und zurück machen. Wenn ich mich nicht täusche. So, wir können ihn mal drauf machen. So schaltet nicht an der 5? Ja. Jetzt geht er nach vorne. Warte, jetzt muss ich hier den. Der muss noch verschraubt werden. Jetzt müsste er wieder zurückgehen. Tatsache. Jetzt wieder vor und wieder zurück. Doch total easy eigentlich aufgebaut, das Ding. Dachte auch immer, wer voll, muss ja ultra krass sein, dass man diese Schaltbewegung von den Seilen so hinbekommt, dass es nur so und so macht. Ne? Aber es ist tatsächlich, der eine geht nur vor und zurück immer und der andere hat halt diese Wählscheibe. Das heißt, der Pimmel fährt hier drin rum und immer wenn er hier in der Kante springt, ist es halt so, dass sich dieses Seil bewegt. Hätten wir es doch mit der Bandsäge selber bauen können. Schalt nochmal einmal ein bisschen runter. Das ist jetzt wieder 5. Mhm. Machen wir mal zurück. Nummer. Nummer. Eigentlich haben wir sogar zwei Wählscheiben. Eigentlich sehe ich sogar zwei Wählscheiben. Also das ist die Scheibe für die Gasse. Und darunter diese massiveren Dinger. Also dahinter, weißt du? Wenn du da ganz hinter guckst, sieht man noch eine zweite Wählscheibe. Das ist die für links, rechts. Ja, haben wir uns mal ein Schiff da eben klar. Selber. Muss hier mal Finger weg haben, weil ich glaube, dass da. Ja, da ist ein bisschen. Ja, ich glaube, hier so ist schon ganz gut Bums hinter durch diesen langen Hebel. Deswegen ist der Hebel auch so lang. Okay, das heißt, man kann abschließend einfach sagen, hier sind zwei Scheiben drin. Diese zwei Scheiben haben genau so ein Parcours gefräst, wie man sonst selber, übertrieben gesagt, die Hand im Innenraum bewegt. Das ermöglicht einem, dass man vom Kopf her einfach nur am Hebel zieht. Saugefährlich, weil man fährt los, erste, reißt den zweiten, ist noch ganz normal, man zieht am Hebel. Ja, und dann zweite dreht. Du guckst die ganze Zeit nur auf den Tacho, wann schalte ich. Willst schalten? Ja, so instinktiv halt nach vorne. Von 2 in 3. Ich kenne übrigens Leute, die haben so heftig von 2 in 3 geschaltet, dass sie ins Navi reingeboxt haben, weil sie dabei einen Schaltknopf gerissen haben, ne? Kein Spaß. Es war von 4 in 5, glaube ich. 2 in 3? Ich weiß nicht. Oh, egal. Auf jeden Fall, das ist wirklich ein Problem. Man muss in dem Moment dran denken, wieder zu ziehen. So, das ist das Einzige. Wir werden uns da hier definitiv eine Sperre reinmachen. Relativ einfach. Einfach hier irgendein Schloss, eine Sperre, wie auch immer. Das heißt, wenn du am Start stehst und weißt, jetzt ziehe ich 4-mal nur runter, hier was vormachen, dass du gar nicht nach vorne kannst. Ne? Wird bestimmt jetzt auch einige geben, die sich denken, warum hat er sich kein Quaif-Getriebe gekauft? Ne? Aber ich war halt nicht bereit irgendwie. Also was voll sequenziell gewesen wäre mit dieser Schaltwalze, wie du es dann im Lambo hast, ne? Aber irgendwas zwischen 9 und 11.000 Euro oder so bin ich einfach nicht bereit auszugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind wir dann wieder beim Punkt, wo ich vorhin so leichtfüßig meinte, nur 2.000 Euro. Weil so wie du jetzt gerade sagst, 9 bis 11.000 Euro, und ich glaube, das reicht mir, das ist teilweise sogar teurer, ist das natürlich eine ganz andere Liga. So, deswegen, das funktioniert mit Sicherheit geil, aber es ist ja auch schon kaputt gegangen bei manchen so, ne? Ist halt dann nochmal diese ganze Thematik mit der Schaltwalze, sitzt bei diesem sogenannten Quaif-Getriebe dann wie beim Motorradgetriebe im Getriebe. Das heißt, im Getriebe gibt es eine Schaltwalze, wo die Gabeln einzeln drauf laufen und je nachdem, wie die Walze sich dreht, werden halt die Gabeln verschoben. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Lösung, aber kann ich auch vollkommen verstehen, dass das geldmäßig definitiv
eine komplett andere Liga ist. Shifter sieht halt geil aus, weil das ja echt nur noch so ein Vor-Zurück-Ding ist, ja, weil es ja im Getriebe passiert. Aber ja, muss jeder halt einfach selbst entscheiden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, das hier einzubauen, weil wir lassen damit so diesen Spirit Frontantrieb und Schalter. Ich finde, das macht es auch immer, macht es auch definitiv klar, ein H-geschaltetes Getriebe ist noch straßennaher als das. Aber ich glaube, vom Grad her, wie du das Getriebe im Auto feiern wirst, wird das schon krass werden. Meinst du, das wird noch lauter als das? Aber gerade ist doch gerade. Also nee, gerade ist gerade. Es ist nur das Klappern von den Klauen, wird man ein bisschen hören oder so. Ne? Es kann natürlich sein, dass hier die Achse, dadurch, dass sie vielleicht ein bisschen grober verzahnt ist, ein bisschen mehr Geräusche macht. Mir ist einfach Musik ein bisschen auf. Genau. Muss ich singen. Und es könnte sogar tendenziell ein bisschen leiser sein, weil in dem Fall, erste Gang, noch minimal schräg verzahnt. Bei dem alten komplett gerade. Mhm. Das heißt, der erste wird auf jeden Fall ein Tümchen leiser sein. Ja, bin gespannt. Ja, sehr interessant, auch allerletzter Punkt, diese Schaltseile vom 02A-Getriebe, nee, 02J. Das ist jetzt Golf 4 02J, ja. Eigentlich das gleiche gibt es tatsächlich von Metzger im Zubehör zu kaufen, 50 Euro. Original irgendwie 170, 1 oder so. Und ich glaube, war sogar ein Fallen oder war? Ich weiß nicht, auf jeden Fall 170, 1. Haben wir uns mal schnell von Metzger gegönnt und machen eigentlich einen ganz wertigen Eindruck. Sieht er, ja, muss ich auch sagen, sieht erstmal gut aus. Macht einen ganz wertigen Eindruck, ne? Testen wir auf jeden Fall. Ja, so, das heißt, das ist auf jeden Fall eine Lösung, die 1:1 reinpasst. Getriebe zusammenbauen, reinschmeißen, funktioniert. Ich denke, es wird auch deutlich was bringen. Ich möchte jetzt in Zahlen nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass wir von 1-2 km/h reden, sondern schon mehr. Weil hier kannst du jetzt natürlich die Schaltvorgänge wirklich noch präziser immer kürzer werden lassen. Mhm. Weil nicht mehr, also diese Fehlerquelle Mensch bei den Läufen ist einfach weg, weil du brauchst nicht mehr die Kupplung treten. Du ziehst nur noch hier am Hebel. In dem Moment ist hier hinten ein Kontakt dran, der sagt, jetzt schalte ich, jetzt bitte unterbrechen. Das heißt, je nach Strategie kommt eine kurze Zündunterbrechung, weil diese kleine Last brauchte man, um die Klauen reinzudrücken. Das heißt, es ist quasi Last, 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 Unterbrechung, Gang geht rein und weiter geht's. Das heißt, der Schaltvorgang wird automatisch auch viel, 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 viel kürzer. Mal gucken. So, das heißt, wenn wir von 180 Metern ausgegangen sind, vielleicht haben wir Glück und es sind danach nur noch 80 Meter. So, 100 Meter mehr zu beschleunigen. Erstmal muss wieder fahren. Interessant wird, wie es sich unter Last schalten lässt, weil jetzt gibt es ein Problem. Die Dockgetriebe sind dafür bekannt, wenn das Auto zu krass durchdreht, dass es dann nicht so geil schaltet. Mhm. Weil dann im nächsten Gang wiederum, also das ist in dem Moment, es dreht, 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 du schaltest. Ich vermute mal, dass dein Auto einfach genug Leistung hat, dass er dann einfach weiter dreht. Dann könnte das gut sein. Aber bei Allradautos, die aus dem Drehen dann schlagartig ins Nichtdrehen kommen, ist das dann wiederum schwierig mit diesen Schlägen da drin, ne? Wir gucken mal. Ja, so, halbe Stunde wieder voll. Draußen ist schon dunkel. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und so, als nächstes geht es dann fast. Ein, zwei Sachen an der Karosserie werden wir euch noch zeigen. Genau. Also, ich muss das Auto erstmal wieder abholen, dann müssen wir irgendwann nochmal wieder zum Schmalen und so weiter. Ne? Genau, aktuell steht das Auto noch zum Zellenbauen, die zeigen wir euch dann. Da kommt noch der spannende Moment. Das wird sogar das nächste Video sein. Ich habe Marius verboten, das Auto vorher zu wiegen. Weil wir wollen live dabei sein. Ihr wollt das dumme Gesicht live sehen. Genau, ihr dürft live das Gesicht sehen. Weil das war ja letztes Mal das Krasse, wo wir beim Schwan waren. Wo wir konnten es alle nicht glauben, dass das Ding 32 Kilo leichter geworden ist durch das Entlacken. Genauso wird es jetzt vielleicht kommen und wir es nicht glauben können, dass das Auto auf einmal x Kilo schwerer ist mit der neuen Zelle. Aber mittlerweile haben wir auch gelernt, Zelle, Sicherheit wichtig, sollte man nicht unterschätzen. Auf die paar Kilo sollte man definitiv sparen. Und lieber ein bisschen kräftiger am Hebel ziehen. Yes, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.